Liebe aufgeregte, ein bisschen tatterige Grüße aus der Uckermark. Ich bin den ganzen Tag hierher gefahren und mache dieses Video erstens mit Sonnenbrille, weil ich aufgrund der Thematik ein bisschen verheult bin. Ich bin leicht zu überfordern. Und weil es mir ein bisschen peinlich ist und vielleicht ist es irgendwie auch ganz okay. Ich, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat Quattro Milf einen Ausschnitt aus einem Gastauftritt von mir bei Hotel Matze gesendet. Da war ich mit Katrin zusammen wegen dem Podcast. Und ich glaube, ich hänge es euch hier an die Story ran. Andererseits weiß ich gerade nicht, wie das geht. Also Quattro Milf in deren Stories. Darum geht's, das findet ihr schon. Es ist ein Ausschnitt, in dem ich darüber geredet habe. Wie gesagt, ihr könnt es euch ja anhören, dass ich so Schwierigkeiten, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, Schwierigkeiten damit habe, wenn Worte verboten werden. Weil ich das schwierig finde und es ging, um es gleich zu sagen, es ging um das N-Wort und ich habe das, ich glaube, ich war das als Beispiel rausgenommen, was vermutlich schon mal keine gute Wahl war. Dennoch fällt es mir eben an dem Beispiel so viel auf und eigentlich wollte ich mit den beiden tatsächlich nur darüber reden. Also ich hatte eher Fragen. Ich habe gesagt, ich weiß, ich finde das irgendwie schwierig, Worte zu verbieten, weil ich glaube, dass es dazu führt, dass Leute Angst kriegen und aus Angst entsteht, ich glaube, das habe ich in dem Podcast alles nicht mehr gesagt, auch ein Teil des Problems wahrscheinlich, und daraus immer unschöne Sachen entstehen. Ich bin super aufgeregt. Ihr seht, wie das Handy wackelt, weil ich es nur richtig machen will. Also wird es auch ein längeres Video. Darüber wollte ich reden, dass ich nicht weiß, ob das der richtige Umgang ist, weil es eigentlich keinen Sinn macht, ein Wort zu verbieten, weil ein Wort im Grunde wie ein Gedanke ist und irgendwie frei sein sollte. Natürlich sollte es aber zum Beispiel zu verbieten sein, das Wort aktiv zu benutzen, um jemanden zu benennen oder eine Gruppe zu benennen. All das sind Gedanken, die ich mir in diesem Podcast gerne machen wollte, zusammen mit Mats und Katrin. Und ich habe relativ schnell gemerkt, die beiden sind so, wow, 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 dünnes Eis. Und dann kam ich dazu nicht. Und dann war es alles irgendwie ein bisschen weird und stand dumm im Raum und ich stand dumm im Raum. Und ich glaube, es ist auf einer Ebene, die vielleicht andere anders sehen, aber die mir wichtig ist, wirklich eine Entschuldigung wert. Ich wollte nur vorher nochmal gesagt haben, dass ich zu keinem Zeitpunkt Böses im Hinterkopf habe. Ich habe so viel Mist erlebt, dass ich überhaupt niemandem mehr wehtun will. Natürlich macht man Sachen dauernd und ich denke oft lauter und schneller, als ich sollte. Das will ich nur noch mal klar haben, aber ich wollte sehr wohl darüber reden dürfen. Geht das? Kann man ein Wort verbieten? Wie könnte man es besser machen? Könnte man das vielleicht so benutzen, wie dass man die Polizei ja auch nicht mehr Bullen nennen darf oder irgendwas, ich weiß auch nicht, aber dass es quasi Strafe dafür gibt. Ich will, dass niemand das N-Wort hören muss und da kommt der Punkt, den ich falsch gemacht habe. Ich habe quasi, um einen Point zu proven, wahrscheinlich, ich hoffe, das war es nicht, aber irgendwie habe ich es dann einfach benutzt, weil ich dachte, guck, es ist nur ein Wort. Jeder weiß sowieso, was hinter dem N steht. Das macht gar nichts besser. Ich habe Angst, es macht Sachen schlechter und ja. Also im Grunde hat Quattro Milf eigentlich exakt das Richtige aufgedeckt, let's face it. Aber eben finde ich nur den Punkt, dass ich unbedacht das nutze und damit schlimmer mache. Denn dass ich keine Erfahrung habe, stimmt so auch nicht. Mein Großvater ist Ägypter und ich habe nur das, keine Ahnung, ich sehe vielleicht nicht so aus, aber ich hatte meinen Share auf Kram. Und ich will niemandem wehtun. Und jetzt kommt Gottverdammt die Entschuldigung. Ich habe dann das Wort gesagt und das ist genau das, was daran dämlich ist. Ich weiß, dass das Wort nicht nur ärgert oder nervt oder verletzt oder wütend macht, sondern dass es triggert, dass das eine geistige, schwere Verletzung auslösen kann. I get it. Und ich verstehe deswegen auch komplett, dass es nicht benutzt werden soll. Ich finde nur, dass, nee, ohne Punkt. An eine Entschuldigung gehört keine Aber. Ich hätte es nicht sagen sollen. Dafür will ich mich wirklich entschuldigen. Ich weiß nicht, ob das Bockigkeit war oder weil ich entrüstet war und ich weiß auch nicht, ich kam nicht zu Potte. Ich wollte wirklich nur über Sprache reden. Ich liebe Sprache und ich bin, irgendwie sind wir zu dritt so ein bisschen dämlich abgebogen. Dafür Entschuldigung. Und gleichzeitig hätte ich mir gewünscht, dass Quattro Milf vielleicht einfach einen echten Kontakt gesucht hätte. Ich wäre bereit, all das zu sagen. Ich bin bereit zu sagen, ja, manchmal denke ich nicht nach, aber ich will niemanden verletzen. Ich wollte woanders hin und ich bin irgendwie entweder doof abgebogen und dann kam Quattro Milf. Und man braucht auch genau so eine Sachen vermutlich, damit man in der Zukunft Sachen besser macht und empfindlicher wird. Ich bin bereit, mir den Schuh anzuziehen. Würde euch dennoch bitten, aufzuhören, unfassbar krasse Sachen zu schreiben. Dafür ist mein Nervenkostüm nicht so gut und ehrlich gesagt würde ich jetzt auch mal eine Woche Internetpause machen. Ich will niemandem wehtun. Das ist so beschissen, wenn einem Leute wehtun, auch mit Absicht und keine Ahnung.
was immer ich da doof gemacht habe und wen immer ich ernsthaft wirklich damit verletzt habe, es tut mir wirklich leid. Es war zu keinem Zeitpunkt eine Absicht, aber ich möchte reden dürfen. Ich will wenigstens in Frage stellen dürfen. Ich will Sachen kapieren. Und das wollte ich da in diesem Moment. Und boy, das ist nicht gut gelungen. Entschuldigung. Ciao.